Ja, ganz aktuell und ganz brandneu. Stefan Magnett von Auf 1 ist heute mit uns verbunden. Stefan, die vorweihnachtliche Zeit hat es euch verhagelt, ne? Der Nikolaus hat euch eine ganz besondere Überraschung gegeben. Willst du darüber berichten? Ja, es ist ganz aktuell reingetrudelt bei uns ein Schreiben einer ganzen Anwaltsriege im Namen der ARD, im Namen der öffentlich-rechtlichen TV-Sendeanstalten, der Rundfunkanstalten in Deutschland. Sie wollen uns den Betrieb, sie wollen uns das Ausstrahlungsprogramm von Auf 1 untersagen. Vorgeschoben ist ein Markenrechtsstreit. Die ARD behauptet, wir hätten das Logo, den Namen und das gute Image der ARD geklaut und abgekupfert und für unsere Zwecke verwendet. Das ist natürlich völlig absurd. Was aber absurd klingt und lächerlich klingt, ist natürlich eine existenzielle Bedrohung. Denn wenn die vor Gericht Recht bekommen und dieser Klage stattgegeben wird, dann wird Auf 1 gerichtlich dazu gezwungen, nicht mehr als Auf 1 ausstrahlen zu können. Das wäre das Ende unseres Programms. Und das ist auch wohl die Stoßrichtung dieser ganzen Bemühungen. Gut, also du sagst ein Markenrechtsstreit. Die unterstellen sozusagen eine Ähnlichkeit des Logos oder auch des Namens. Aber sag mal, es gibt doch in jedem europäischen Land irgendwie das erste oder das erste, zweite, dritte Fernsehen. So ähnlich ist es nicht. Da könnten ja zum Schluss bloß noch die Farben herhalten. Blau-Weiß, ja, so. Aber ich habe mir zum Beispiel ARD-Historie mal angeschaut mit den ganzen Logos, wie ARD sich immer dargestellt hat, die ändern das alle 2 Jahre. Ja. Ihr könntet ja auch einfach sagen, gut, dann nehmen wir nicht blau-weiß, dann nehmen wir halt rot-weiß oder schwarz-weiß, keine Ahnung, so. Also da ist ja wahrscheinlich relativ wenig dran. Aber es gibt ja einen Grund, warum ihr dermaßen angegriffen werdet. Ja, also das eine ist natürlich, dass wir es geschafft haben in den knapp 2 Jahren, wo es uns gibt, dass wir relativ schnell gewachsen sind, dass wir die heißen Eisen angepackt haben in der Berichterstattung und dass wir eine enorme Reichweite bekommen haben. Wir haben mehrere Millionen Zugriffe pro Woche auf unserer Webseite, auf unserem Online-Sender. Wir haben es geschafft, auch punktuell in die Kabel-TV-Reichweite reinzukommen, indem dass wir Partner haben, wo wir unser Programm ausstrahlen können. Und das ist natürlich ein Wunderpunkt für das Establishment, weil bislang war es ja so, dass die unter sich waren, dass die ihre Medienmacht behauptet haben. Und in den letzten Jahren, gerade mit Corona, hat es ja begonnen, dass die Alternativmedien, viele, viele Alternativmedien sehr stark wurden. Und diese 1000 Nadelstiche gegen dieses Lügengebäude des Systems, das hat denen natürlich massiv zugesetzt. Sie haben einen Vertrauensverlust hinnehmen müssen. Sie haben Millionen Seher verloren und die haben sie ja nicht ins Nirgendwo verloren, sondern die haben sie an uns, an die Alternativmedien verloren. Und Auf 1 ist halt eines der Flaggschiffe in diesem Aufklärungskampf und deswegen schießt man sich auf uns jetzt ein, was nur geht. Und eines ist auch klar, ab dem Zeitpunkt, wo wir begonnen haben, diesen Themenkomplex des Transhumanismus aufzugreifen, wo wir gesagt haben, Leute, hört her, Transhumanismus, das sind nicht nur Cyborgs und Roboter und Chips. Transhumanismus ist tatsächlich der Angriff auf uns als biologische Menschengattung. Das ist ein finaler Angriff. Man möchte uns abschaffen und man möchte diese Menschen aus Fleisch und Blut überwinden, so krank das klingt, ja. Aber ab dem Zeitpunkt, wo wir diese Agenda in die Berichterstattung gesetzt haben mit Mitte November, ab da gingen die Angriffe los, dass es kein Halten mehr gab. Die Medienbehörde Com Austria hat uns ein Verfahren eröffnet. Die ARD schießt tagtäglich gegen uns. Der Gipfel ist heute die heutige Klage, die uns ins Haus trudelt. Man möchte kurz einen Prozess mit Auf 1 machen. Und das ist ganz klar, das sind die Themen und das ist die Reichweite, die Kombination, die schmeckt Ihnen nicht. Und Sie haben recht, es ist tatsächlich eine Bedrohung für Sie, weil natürlich Ihr Lügengebäude bedroht ist von unserem Gegenwind, den wir bereit sind, auch in Zukunft von uns ausgehen zu lassen. Ja, liebe Zuschauer, hier geht es um die alternativen Medien und um eure Meinungs- und Informationsfreiheit generell. Und welche Art von Diffamierung hier versucht wird, das wollen wir vielleicht auch versuchen, hier in diesem kurzen Gespräch, wir wollen es kurz halten, dann auch mal darzustellen. Ich habe mich im Vorfeld ein kleines bisschen reingelesen. Also da steht da zum Beispiel Desinformationen ohne Lizenz. Ja,
Sag mal, Stefan, ihr sendet doch, beziehungsweise RTV sendet doch eure Inhalte. Hat Ja. RTV eine Lizenz? Ja, natürlich. RTV war einer der Regionalsender-Pioniere in Österreich. Die haben seit 30 Jahren eine Lizenz und wir können ihr Programm als Sub-Anlieferer natürlich bei ihnen ausstrahlen. Also das ist natürlich Ja. gedeckt Ja und gut, aber ich meine, das ist doch lächerlich, wenn ihr nur den Inhalt liefert und RTV in freien Stücken mit seiner Lizenz sich entscheidet, was zu machen. Was soll daran illegal sein? Hat jeder, der schon mal eine Doku gemacht hat über, was weiß ich, den Waschbären im Winter, eine Lizenz notwendig, wenn das RTV senden würde? ja, also das war auch, die Kollegen von RTV haben auch gesagt, das hatten sie noch nie gehört. Sie haben solche Kooperationen seit Jahrzehnten, das haben auch andere Medien. Ich war ja früher auch im Privatfernsehsektor tätig. Ich habe ja für Privatfernsehsender Sendungen geliefert. Ich hatte nie eine Lizenz. Ich habe produziert, habe angeliefert, die haben ausgestrahlt. Aber natürlich, man legt jetzt alles auf die Waagschale, man versucht hier irgendwo Schlupflöcher zu finden, Genau. juristisch, weil sie uns über die große Keule nicht ankönnen. Weil was wäre die große Keule? Die große Keule wäre, dass sie sagen, wir machen systemische Falschberichterstattung. Da gäbe es eine Handhabe. Es wäre Volksverhetzung, wenn wir die Leute verhetzen und aufhetzen würden, wie sie es immer so suggestiv und unterstellt. Aber über diese Punkte können sie uns nicht an, weil wir einfach sauber arbeiten. Und deswegen versuchen sie es über Sendelizenz, Markenrecht, Streit, über die Hintertür. Weißt du, ich finde es ja auch alles so lächerlich. ARD hat, also ich habe das ja gelesen und in der Überschrift steht, und ich habe es mir runtergeladen, ihr braucht es jetzt nicht mehr runternehmen, ja, so in der Überschrift steht, das sind die ARD-Faktenfinder. Wo sind denn die Fakten und was bitteschön habt ihr dort gefunden, ja, liebe ARD-Kollegen? Und es werden Falschmeldungen, Verschwörungstheorien ständig unterstellt. Ich sage jetzt mal, wie ist es denn mit den Nord Stream 2-Sprengungen? Ja, da war ARD und ZDF, die waren sofort da und haben gesagt, die Russen waren's. Und jetzt werden sie plötzlich ganz still, weil es offensichtlich ganz jemand anders war. Wie war das mit den Impffolgen? Wie war das mit der Übersterblichkeit? Wie war das mit einer Brutkastenlüge? Das haben unsere sogenannten Qualitätsmedien alle verbreitet. So. Und wo, bitteschön, ist jetzt die Fehlinformation? Ja, ist die auf der Seite der Alternativen? Wobei, die gibt's dort auch. Ja, muss man ganz ehrlich Ja, sagen. klar, So, ja. aber bitteschön, werfe derjenige den ersten Stein, der unschuldig ist. Ja, also diese ganze Fehlinformation und Fake News Diskussion, das ist derart an den Haaren herbeigezogen. Denn die schlimmsten Fake News, die wir in den letzten 3 Jahren erlebt haben, das war doch bitte, die Impfung schützt vor Ansteckung, die Impfung schützt vor Weitergabe und die Impfung schützt vor schweren Verlauf. Das waren doch die Ober-Fake News, getrommelt von allen Politikern und Ja. von allen Medien. Und wo sind jetzt die Faktenchecker, die da mal hingeschaut hätten, die gesagt haben, was ist jetzt mit einer Übersterblichkeit? Jetzt kommen dieselben Medien kommen, Übersterblichkeit im Juli in Island, wo es nicht mehr wie 20 Grad hat, wegen der Hitze, ja? Oder im Oktober plus 19% Übersterblichkeit in Deutschland wegen der Hitze, dass die glauben, wir sind verrückt, ja? Aber das spielt sich halt in einem völlig realitätsfreien Raum ab in den sogenannten Systemmedien, dass trotzdem haben die die Macht. Die haben die Macht. Die ARD hat gemeinsam mit dem ZDF 8,42 Milliarden Euro an Zwangsgebühren von den Beitragszahlern erpresst im vergangenen Jahr. Und mit diesem Geld können sie natürlich Anwälte beauftragen, noch und nöcher, die dann uns Alternativmedien, wo wir ein Mickey-Maus-Budget im Vergleich haben, niederklagen können. Die fahren da volles Programm rein. Die ersten Anwälte, wir haben heute mit den ersten Anwälten gesprochen, mit denen wir gesprochen haben, gesagt, ja, gebt lieber klein bei, die klagen euch, das kostet 100.000 Euro, gebt lieber klein bei. Und wir sind natürlich kämpferisch. Wir sagen, wir geben hier nicht klein bei. Es ist eine Machtfrage geworden. Das ist eine Machtfrage, und zwar David gegen Goliath sozusagen, ja, allein aufgrund der schieren Dimension. Aber damit wir die Zuschauer, die hoffentlich das jetzt geteilt bekommen von den Zuschauern, die jetzt zuschauen, ja, die immer noch sagen, na ja, vielleicht ist da ja was dran, dass man denen mal vorführen, auf welche Art und Weise auch die Information über den Mainstream erfolgt, würde ich doch zumindest den Artikel euch mal empfehlen. Es gibt da eine Unterstellung, ne? Und zwar schreibt selbst die Tagesschau, österreichische Sicherheitsbehörden. Aufgrund der Themenwahl des Senders, also auf 1, ist davon auszugehen, dass ein gewisser Einfluss auf extremistische und verschwörungsideologische
ideologische Kreise gegeben ist. Also, es ist davon auszugehen, ein gewisser Einfluss aufgrund der Themenwahl. Also schwammiger geht es ja schon gar nicht. Ja, so. Ja, also da falle ich dir gleich ins Wort, weil der Einfluss auf extremistische Kreise ist ja gerade bei der Tagesschau oder bei der Bild-Zeitung gegeben. Denn die extremistischen Kreise sitzen ja im Bundestag, die nach wie vor die Impfpropaganda betreiben, obwohl ganz klar ist, dass da was nicht stimmt. Ja, die nach wie vor sagen, ja, Flüchtlingsheime im Ort sind völlig unbedenklich, obwohl nachweislich immer wieder Dinge passieren, die unschön sind, die zu Bluttaten führen. Das sind ja die Politiker, die dort sitzen, ja. Und das sind die extremistischen Kreise, wenn man schon diese Latte anlegen wollte. Aber da wird natürlich nicht hingeschaut, sondern es wird nur einseitig auf die Alternativmedien, weil da vielleicht ein Verrückter unser Programm konsumiert. Also das ist ja, dann gibt's ja noch völlig so eine durchschaubar. Da gibt's ja noch so eine Drehtür zwischen Medien und Politik. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass ungefähr 2/3 der Redakteure im Mainstream einen linksgrünen Hintergrund haben, familiär oder von ihrer Biografie. Gut, aber lass uns da mal weitergehen. Im gleichen Artikel, einen Satz später, schreiben Sie, die österreichischen Sicherheitsbehörden, ja, darauf beruft sich die Tagesschau, bis dato konnten allerdings keine verfassungswidrigen oder strafbaren Inhalte wahrgenommen werden. Also, das eine sind absolute Unterstellungen und im gleichen einen Satz später sagen die, wir haben nichts in der Hand. Ja. So, und das ist die Berichterstattung im Mainstream für denjenigen, der es noch immer nicht kapiert hat. Schaltet die Kiste aus. Das ist wirklich der Zustand der Journalie. Also man kann dazu gar nichts mehr sagen. Wenn bei uns jemand, Alex, ich glaube, du wirst mir recht geben, wenn bei uns jemand im Praktikum so eine Arbeit abliefert, dann sagen wir, lass gut sein, Schuster, bleib bei deinen Leisten, mach was anderes. Ja, das geht nicht. Und die liefern mit derartiger Plumpheit ihre Programme ab, die tun sich ja auch gar nichts mehr an. Also diese Artikel, die ARD hat ja fast tagesaktuell in Vorbereitung auf diese Klage jetzt, fast tagesaktuell gegen uns geballert, aus allen Rohren. Und da war überhaupt keine Substanz drinnen. Die haben die letztklassigsten Rechtsextremismus-Experten irgendwo ausgekramt in Österreich, bei der kommunistischen Tarnorganisation, dem DÖW und so weiter. Ja, da haben die Leute geholt und haben gesagt, ja, der soll dann beurteilen. Der soll dann beurteilen, was hier Sache ist. Und dann sagt ein Typ, der sein Leben lang nach dem Studium nichts anderes mehr gemacht hat, als irgendwo Archiv zu wühlen und Denunziantentum zu spielen, sagt dann, also er, soweit er das beurteilen kann, kann sich der Sender nicht von Spendengeldern alleine finanzieren. Ja, der hat überhaupt gar keine Ahnung, wie irgendwie was von Finanzieren geht, wie Spendengelder funktionieren, weil der immer nur von Steuergeld gelebt hat. Ja, fettgemästete Maden, die dort drinnen ihren Job machen, ja, die dort ihr Denunziantentum auf Steuergelderkosten betreiben, die haben gar keine Ahnung, wie wirtschaftlich irgendwas funktioniert. Und die maßen sich dann an. Und das sind die Experten der ARD Tagesschau. Es ist zum Schreien, ja. Aber es ist egal, ja. Dass die Leute fressen das nach wie vor offenbar. Und ja, man muss halt jetzt schauen, wie man sich gegen diese Anschuldigungen wehren kann. Und ob man auch Gerichte findet, die den Mut haben, Argumente einer Verteidigung zu folgen. Das ist ja der nächste Punkt, ja. Weil hier wird natürlich ein enormer medialer Druck erzeugt. Man weiß schon, schmuddelig ist auf eins gegen den Staatssender ARD. Das ist schon was, ja. Ja, aber die Frage ist ja, schau mal, normalerweise müsstet ihr ständig auch gegen den ARD und ZDF gegen diese Leute klagen, weil die ihre journalistische Sorgfaltspflicht und Fehlinformationen schon so oft verbreitet haben, ja, da geht ja die Tür nicht zu. Und die Bevölkerung im deutschsprachigen Raum, egal ob das jetzt die Schweiz, Österreich oder Deutschland ist, zu einem großen Teil, die haben die Schnauze voll von den zwangsfinanzierten Medien. Viele wollen austreten, wollen sich unabhängig machen, wollen sich mahnen lassen, klagen machen, tun, so. Und dann im Prinzip diese Ausbeuter, ja, die uns nicht nur ausbeuten, sondern auch noch gleich verblöden wollen, ja, die spielen sich dann als Faktenchecker auf und machen sowas wie zum Beispiel ein freies Medium, das ich tatsächlich aus Spenden nur halten kann. Wo soll es dann auch herkommen? Ja, so. Ja. So viele T-Shirts und auf 1 Tassen könnt ihr doch gar nicht verkaufen. So, machen Sie uns doch madig. Und jetzt frage ich aber ganz zum Schluss, was ist denn jetzt eigentlich hier mit freier Berichterstattung? Was ist denn mit Meinungsfreiheit?
So, ist alles, was nicht linksgrün ist, bereits schon rechtsextrem? Ja, natürlich, es geht ja ganz klar in diese Richtung. Sie haben ja die Masken fallen gelassen in den letzten Jahren. Also jeder, der noch dachte, dass die Welt in Ordnung ist, wurde ja in den letzten 2 Jahren wachgerüttelt. Ja, und wer es noch immer nicht ist, der wird jetzt mit der kommenden Wirtschaftskrise, weil diese Energieengpässe, was man da medial hört, das führt ja zu realen Konsequenzen. Wir haben zugestellt bekommen, ich denke, jeder Stromverbraucher hat ja zugestellt bekommen, dass die Strompreise nächstes Jahr um 200, 300, 400 bis zu 600% steigen. Das wird aber erst spürbar mit der Endabrechnung. Und dann werden die Leute nicht mehr sagen können, ich kann mich hier wegducken. Die können nicht mehr sagen, das geht mich nichts mehr an. Weil wenn du angesprochen hast, die Brutkastenlüge im Irak, ja, da hat man dann sagen können, ja, das interessiert mich nicht. Dann drücke ich eben weg, ich will den Krieg nicht sehen. Dann schalte ich das Fernsehprogramm um in ein anderes Programm. Oder ich kann sagen, mich interessiert Corona nicht, dann setze ich eben die Maske auf, ja, dann lasse ich mir eben die Nadel geben. Das geht aber nur eine Zeit lang. Aber jetzt geht's ans Eingemachte, denn der Great Reset beinhaltet, ihr werdet nichts besitzen. Und das hat uns Klaus Schwab dankenswerterweise im Klartext vorgesagt, vorgebetet, ja. Und genau. Das ist die Dimension. Das kommt ja jetzt. Und deswegen wollen sie am Vorabend dessen noch die Alternativmedien ausknipsen. Und es braucht niemand glauben. Wenn es bei Auf 1 gelingt, dass hier Schluss ist, denn die werden anfangen, das wie mit der Salamitaktik zu machen. Zuerst fangen sie beim gröbsten Stück an, dann geht's weiter und zack, 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 bis nichts mehr über ist, weil dann haben sie ja die Handhabe. Ja, das ist ja das. Das ist das Ziel. Aber das wird nicht gelingen. Das wird nicht gelingen. Das lassen wir uns nicht mehr bieten. Da bin ich vollkommen optimistisch. Ja, Stefan, du sagst es. Und viele Leute werden jetzt trotzdem sagen, na ja, wo nimmt er die Anschuldigungen her? Dann muss ich nur sagen, da gibt's ja Quellen. Schaut, was im World Economic Forum besprochen wird von den nutzlosen Essern, von der Reduzierung der Menschheit. Schaut, was ein Harari sagt oder ein Elon Musk. Ja, so. Es ist alles öffentlich. Und wenn ihr das nicht wisst und wenn ihr das nicht glaubt, ist das ein Resultat von eurer Bildung, die ihr über den Mainstream bekommen habt, die nämlich fein säuberlich zensiert Inhalte weglassen. Genau wie Sie sagen, durch die Auswahl der Themen, die beispielsweise auf eins liefert, so wären die in gewisser Weise verschwörungsideologisch. Aber das bewahrheitet sich doch gerade alles. Das hat sich auch alles schon bewahrheitet. Und wir haben Mühe, neue Verschwörungsideologien zu finden. In Wirklichkeit durch die Weglassung gewisser Informationen sind die eigentlichen, die uns in einer Scheinwelt, in einer Sicherheit wiegen, sind es doch die Mainstream-Medien. Und jetzt geht es darum, einen Aufruf zu starten, ja, also nicht nur für Auf 1 oder für Eingeschränkt TV, sondern für die freien Medien insgesamt und vor allen Dingen für den klaren Kopf der Zuhörer, die verdammt nochmal ein kleines bisschen Mut aufbringen könnten, wer es noch nicht getan hat, einfach mal reinzuschauen. Und wenn er sagt, oh, die Themen sind ein bisschen befremdlich, dann nachzuforschen, ob da was dran ist. Weil die sind nur deswegen befremdlich, weil er noch nie was davon gehört hat. Und vieles davon ist trotzdem die Wahrheit. Ja, Alex, noch ein kurzer Einhang. Ich habe das Thema Transhumanismus ja vorhin kurz angerissen. Und wir haben uns wirklich lange überlegt, du kannst dir vorstellen, unser Projekt läuft ja gut. Ja, wir haben ja gute Zugriffe, wir haben gute Shopverkäufe, wir sind insgesamt ja gut unterwegs. Die Reichweiten steigern sich Woche für Woche. Aber wir haben überlegt, sollen wir dieses heiße Eisen des Transhumanismus tatsächlich anpacken? Und dann haben wir überlegt, wie machen wir das? Aber es ist ja unsere Pflicht. Es ist ja unsere Pflicht. Wir sind ja deswegen da. Wir sind ja nicht deswegen hier angetreten, um hier einen schönen Sender zu machen. Oder dass ich mir schon überlege, wie mache ich denn in 20 Jahren hier eine Pension? Sondern wir sind hier angetreten, eine Medienrevolution zu machen. Eine Aufklärungsrevolution. Und deswegen haben wir überlegt, wie gehen wir das an mit Quellen, nachweisbar, nachprüfbar. Wir haben gesagt, wir machen das mit Sondersendungen und wir publizieren ein Buch, ja. Und das ist dieses Buch. Das ist 448 Seiten dick mit 400 Quellenangaben. Und ich zitiere hier maßgeblich die führenden Transhumanisten wie Ray Kurzweil, den Google-Chefentwickler beispielsweise oder Yuval Noah Harari. Ja, das sind die Leute, die diesen Transhumanismus verkünden dürfen für die Elite dahinter. Und
Die sagen alles ganz offen. Die sagen, sie wollen die Menschen überwinden. Sie wollen den biologischen Begriff des Menschen auf die Müllhalde der Geschichte werfen. Alle, die nicht mitspielen, die nicht mehr gebraucht werden, die wegrationalisiert werden, sind nutzlose Esser, nutzlose Masse. Die muss man mit Drogen und Computerspielen wie in der Matrix ruhig halten und nur mehr die Energie abzapfen. Das sagen die wortwörtlich. Das ist keine Verschwörungstheorie. Und wer sich dessen verweigert, der hat nicht das Ausmaß dessen verstanden, was uns hier droht. Und dem kann ich nur empfehlen, so wie bei vielen anderen Dingen. Informiert euch, geht den Quellen nach, macht euch ein eigenes Bild und dann werdet ihr zum Schluss kommen. Die Realität sieht bitter aus. Aber wir haben eine Chance, wenn wir aufstehen, wenn wir uns verbünden, wenn wir zusammenhalten. Und so sehe ich es auch positiv bei dieser Klage. Wenn wir Unterstützung bekommen, dann werden wir jeden Rechtskampf antreten. Ich habe breite Schultern, ich halte das aus. Meine Leute sind kampferprobt und kampfeslustig. Wir treten hier an gegen den großen Hauptfeind, die ARD, die hier glaubt, sie muss auf uns mit Kanonen schießen. Ja, das halten wir aus. Aber wir brauchen natürlich das nötige Budget, um hier die Anwälte bezahlen zu können. Und das ist ebenso. Und ich sehe es ganz, ganz einfach. Ja, ich mache meine Aufklärungsarbeit ohne dies weiter. Ich mache das seit 20 Jahren auf verschiedenste Art und Weise. Deswegen bin ich ja auch medial der Dauerrechtsextreme. Ja, weil ich schon vor 20 Jahren vor einem Herrn Soros gewarnt habe, ja, wo da den meisten noch kein Begriff war. Aber wir können dieses Großprojekt auf eins nur weiterführen, wenn die Seher das wollen und uns unterstützen. Und wenn sie es eben nicht wollen im nötigen Ausmaß, dann wird es eben anders weitergehen. Dann mache ich halt einen Blog oder so. Aber das Großprojekt geht nur mit einer großen Anteilnahme. So ist die Lage. Ja. Vielen Dank. Und ich will jetzt aber nochmal betonen, du hast dir überlegt, kannst du mit dem Transhumanismus kommen? Ja, genauso oft müssten doch die Mainstream-Medien überlegt haben, dürfen wir das weglassen? Dürfen wir das überhaupt sagen? Und haben sich aber entschieden, es wegzulassen. Ja. Die haben sich entschieden, euch dumm zu halten, liebe Bevölkerung. Und jetzt kommt ein Aufklärer und nur weil ihr noch nie was davon gehört habt, denkt ihr, ups, das hört sich jetzt komisch an. Na? In Wirklichkeit ist eure Reaktion, sollte sie negativ sein, auf zum Beispiel neue Informationen aus alternativen Medien, ist der Beweis für eure Verblendung zuvor. Und wo habt ihr die bitte schön hier? Helft uns, helft auf eins, helft den alternativen Medien, teilt diese Inhalte und habt verdammt nochmal ein kleines bisschen Mut, das weiterzuschicken, insbesondere an Leute, die jetzt was lernen könnten. Ja, vergleicht den Artikel Haltlose Geschichten mit Selbst. Entkräftung, ja, so wird heutzutage Journalismus gemacht und so, dafür werden eure Rundfunkgebühren sozusagen missbraucht, ja, und für tolle Gehälter und tolle Dienstwagen und tolle, was weiß ich, was Geld da weggekommen ist und wie hoch die Renten sind, ja, davon träumen wir alle nur. Der Stefan sitzt hier, wir sitzen hier, andere sitzen hier, das ganze Team von Auf 1 Eingeschränkt TV und viele andere sitzen hier, weil sie nämlich sagen, wir wollen in einer Selbstbestimmtheit und in einer Friedlichkeit und einer Wahrheit in Zukunft leben. Und ja, ich bin ja mal gespannt auf die Gerichte, ja, wie die das mit der freien Meinungsäußerung und der Pressefreiheit tatsächlich machen. Und dieser Urheberrechtsstreit über dieses Logo, das ist wirklich vorgeschoben. Italien hat auf eins, na, so jedes Land, ich kenne es aus den Niederlanden, SWR 1, 2 und 3 und BR 1, 2, 3 und ich weiß nicht wie viele. Und ihr heißt nun mal auf eins und habt weiß-blau. Also da gibt es Tausende. Lieber Richter, wenn du das hörst, versau uns nicht die Weihnachten, ihr könnt euch sofort die Klage gar nicht annehmen. Was soll der Scheiß? Ich danke dir. Danke vielmals.